Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ja, heute sind unsere Babys von der Peggy Sue genau 10 Tage alt. Und wie man sieht, haben sie sich ganz, ganz prächtig entwickelt. Alle Babys sind wohlauf und putzmunter. Das hier ist der blumenfarbene Bub mit dem blauen Bändchen. Das ist das blumenfarbene Mädchen mit dem orangenen Bändchen. Das ist das schwarze Mädchen mit dem lilanen Bändchen. Das ist der kleine blumenfarbene Rüde mit dem roten Bändchen. Das ist der Rüde mit dem weißen Bändchen. Das da ist das Mädchen mit dem rosanen Bändchen. Und das der Bub mit dem grünen Bändchen. Man sieht, die Kleinen haben die Augen noch nicht geöffnet. Und Mama Peggy Sue hört man im Hintergrund knabbern. Die habe ich wieder mit Knabbersachen abgelenkt, damit sie nicht ständig ihre Nase beim Filmen zwischen reinschiebt. Ja, ich lache immer und sage, unsere Hunde haben alle ADHS. Die wollen natürlich immer an allererster Stelle stehen. Dann gewusst wie, jetzt haben wir sie für die Zeit abgelenkt. Wie gesagt, deswegen hört ihr sie im Hintergrund neben dem Körbchen knabbern. Da ist sie gerade beschäftigt. Guck mal, ist das nicht süß? Ja, die Kleinen sind der Entwurf wie Nordpol oder Nora. Und wenn ihr später Fotos von den Kleinen auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Homepage seht, dann wisst ihr immer, ah, der Entwurf, das waren die Babys von der Peggy Sue. Und jetzt nicht erschrecken, also die Peggy Sue hat jetzt nicht so viele Würfe schon gehabt, sondern der Buchstabe richtet sich immer nach der Anzahl der Würfe in einer Zuchtstätte. Also eine Hündin könnte ja nicht mehr, wie ich sag jetzt mal, 4 oder 5 oder 6 Würfe bekommen. Das wäre ja vollkommen utopisch. Dann würden ja alle Würfe immer nur bei A, B oder C oder D aufhören. Dann könnte man ja nie zu einem N-Wurf kommen. Also, das richtet sich nach der Anzahl der Würfe in einer Zuchtstätte. Und wenn ein Züchter einmal durch das Alphabet durch ist, dann fängt es wieder bei A an. Und das ist auch der Grund, warum ich immer unsere Hunde mit Fotos, mit Namen auf der Homepage veröffentliche. Nicht, weil ich angeben will von der Arnoldseiche oder so, aber durch den Buchstaben weiß dann jeder, ach, das ist ja das Geschwisterchen zu meinem Hund, ja. Und da ist natürlich immer schön, wenn man dann im Laufe der Jahre sieht, wie sich auch die Geschwisterchen entwickelt haben. Wie es denen geht und wie die aussieht. Und man kann auch untereinander Kontakte knüpfen, wenn man möchte. Ja, jetzt habe ich euch genug erzählt von den Kleinen. Ja, und die Namen, die suche nicht ich aus, sondern die Besitzer selbst. Und wenn niemand einen schönen Namen mit dem Buchstaben findet, dann kann er auch einen Doppelnamen wählen. Aber der erste Buchstabe muss natürlich mit N sein, also der erste Name mit N. Weil, ja, Geschmäcker sind ja natürlich ganz verschieden. Die Namensgebung, das macht eigentlich der Züchter nur, wenn bis zum Zeitpunkt der Wurfabnahme die Welpen noch nicht reserviert sind und die Kleinen können ja nicht lahmlos durch ihr Leben laufen. Und dann muss natürlich der Züchter Namen auswählen. Aber also ich lasse es meinen Welpenkäufern immer frei, weil wie gesagt, die Geschmäcker sind ja total verschieden. Die Äugelchen sind alle noch geschlossen. Das heißt, alle Babys sind dick und satt und rund und haben keinen Hunger. Ach Gottchen. Das nicht süß. So, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.